Hans-Jürgen Brunner ist zurückgetreten. Und zwar als Sportkoordinator der Spielvereinigung Ansbach. Sein Vertrag als Trainer hat er für die nächste Saison verlängert. Trotzdem konnte er heute zum Spiel gegen den FSV Erlangenbruck nicht dabei sein. Stattdessen auf der Bank heute sein Kollege Dieter Kreiselmeier, der normalerweise die zweite Mannschaft der Spielvereinigung Ansbach coacht. Für den FSV ging es um nicht mehr viel, für die Spielvereinigung dagegen um alles. Und das sah man im Spiel von Beginn an, so wie hier bei diesem Lattenschuss von Dominik Zwick in der 9. Spielminute. Ansbach bleibt aber offensiv. Kovacic schickt hier Bastian Weiß und der scheitert vorerst an Felix Hörlein und Katalis im Nachschuss. Und wieder ist Hörlein zur Stelle. Ein Teufelskerl im Erlanger Gehäuse. Es war ein gutes, ein schnelles Bayernligaspiel. Hier Ballverlust von Erlangen. Und Katalis auf Kovacic. Und der schickt Bastian Weiß wieder rum. Und der mit einer tollen Flanke auf Tobias Strauß. Und auch der scheitert an Felix Hörlein, der heute wirklich alles zu halten schien. Aber auch die Spielvereinigung Ansbach hat einen sehr guten Torwart, wie man in der folgenden Szene sieht. Dennis Hahn scheitert an Florian Körner, der mal wieder goldrichtig steht. Dann war Halbzeit im Pigrol Sportpark, 0:0 der Halbzeitstand. Trotzdem haben wir eine tolle Partie bis dahin gesehen. Halbzeitstand. Die 55. Spielminute, Eckball Erlangenbruck. Felix Günther kommt zum Schuss und der Ball ist plötzlich im Tor. Und das zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal unverdient, denn die Spielvereinigungskicker wirkten nach der Halbzeit erst einmal müde und unkonzentriert, wurden jetzt aber durch diesen Treffer geweckt. Außerdem brachte Kreiselmeier unsere Nummer 7, Sebastian Mechnik, und der brachte das Spiel ordentlich nach vorne, so wie hier in dieser Szene. Bastian Weiß kommt hier vorne an den Ball, aber leider keiner mitgelaufen in dieser Szene. Die Ansbacher taten alles für den Ausgleich, so wie in dieser Szene dann. Ein schneller Konter der Spielvereinigung. Wieder einmal Sebastian Mechnik rüber auf Robert Kovacic und der bedient Bastian Weiß. Und der lässt sich ein bisschen zu lange Zeit, hat einen zu spitzen Winkel und mal wieder ist Felix Hörlein zur Stelle. Durch diese offensive Spielweise entstanden natürlich hinten auch Lücken, so wie in dieser Szene, in der der FSV Erlangenbruck beinahe das 2:0 erzielte. Dann aber wieder die Ansbacher am Zug, natürlich über wen? Sebastian Mechnik mal wieder und der passt rüber auf Robert Kovacic und der bedient schon wieder Bastian Weiß und der macht das sensationell und haut dann den Ball über das Tor rüber und Robert Kovacic damit alles andere als einverstanden. Inzwischen die 88. Spielminute. Die Ansbacher gaben nicht auf. Sie warfen alles nach vorne, wollten unbedingt den Ausgleich und diesen ganz wichtigen Punkt für den Klassenerhalt. Und da kommt dieses Handspiel im Erlanger Strafraum gerade richtig. Es gibt Elfmeter für Ansbach. Der Seniorchef übernimmt diese Aufgabe. Robert Kovacic tritt an gegen Felix Hörlein. Und dieser ist endlich geschlagen. Nach 88 Minuten der Ausgleich durch Robert Kovacic für die Spielvereinigung Ansbach. Dann war Schluss im Pigrol Sportpark. Ansbach gewinnt einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenhalt, der aber noch nicht geschafft ist. Dieser entscheidet sich erst am letzten Spieltag am kommenden Freitag gegen den FC Bad Kötzting. Ich denke, darauf kann man aufbauen und dann auch nächste Woche im Heimspiel gegen Kötzting den letzten Punkt, den wir vielleicht noch brauchen, nach meiner momentanen Kenntnis, noch holen. Also da bin ich zuversichtlich. Die Mannschaft hat Charakter, die Spieler haben zusammengehalten. Gerd Klaus verriet dann noch das Geheimnis, warum er als Aufsteiger im oberen Tabellendrittel steht. Ganz normales Prinzip bei uns, der wo gut spielt, kommt raus, wo schlecht spielt, dann haben wir spielen.